Hallo und herzlich willkommen zu einer Runde Pony Bridge. Ich habe jetzt die Brücke mit den drei LKWs gebaut. Allerdings, ich habe es nicht unterm Budget geschafft, nur halt überm Budget. Aber ich bin froh, dass ich es geschafft habe, zumindest eine Brücke hinzukriegen, wo sie rüberkommen. Zumindest kamen sie gerade rüber. Ich hoffe jetzt auch wieder. Ja, gut. Gutti. Dann schauen wir uns jetzt mal den nächsten an, wo ich eigentlich weitermachen wollte. Aber ich mir gedacht habe, von wegen, ich mache jetzt lieber doch erst die andere Brücke. Aber erstmal die andere gemacht. Und ich. Mache ich hier schnell so eine Brücke, so ganz einfach so, ne? Erstmal schauen, wie ich die mache. Ich hätte so eine Idee gehabt, dass die hier dann runter geht und die hoch geht. Also sprich mit zwei Hydrauliken. Aber das passt nicht. Ich könnte eine hochziehen, aber die andere dann nicht runter. Das geht irgendwie nicht. Holz. Machen wir erstmal hier die Dreiecke. Schauen wir erstmal, dass oben und unten das Fahrzeug rüber kommt. Also A1 und A2. Danach machen wir uns ein bisschen Gedanken, wie wir Fahrzeug B1 und B2 rüberkriegen. So. Also das kracht da schon mal ein. Stahlträger. Ist ja klar, dass ein Kracht ist ja noch schwerer dann in der Mitte. Das kracht dann nur oben ein. Okay. Aber damit kann man doch schon mal etwas machen. Glaube ich zumindest. So, jetzt müssten beide rüberkommen. Gehe ich zumindest von aus. Und die beiden fallen in den Tod. Bam! Kamikaze. Ich muss das jetzt machen, dass der hier vorne runter geht. Auf 1. Und da auch auf 1. Und die beiden hoch. Eine Hydraulik machen würde. Hydraulik. So. Machen wir hier einmal kurz eine Straße rein. Oh. Stoppen kurz das Auto. Ach, ich habe keine Straße mehr. Na dann. Ja. Dann muss es ja so gehen. Irgendwie. Der muss hoch. Wie viel Hydraulik habe ich noch? Nee, warte. Das war ein Holz. Wir müssen den noch runterkriegen.
Ah, ich habe auch nur drei Hydrauliken. Eieiei, Mist. Jetzt bin ich noch mehr überfragt. Drei Hydrauliken. Vier Fahrzeuge. Wie kann ich das am besten machen? Ach nee. Das ist ja mal richtig gemein. Also die Brücke muss auf jeden Fall ganz hoch. Die muss runter. Also muss ich schon mal hier überall einen Split reinbauen. Die hoch, die runter. Weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Was macht man denn da? Hä? Warum kracht das denn jetzt ein? Oh, Hydraulik. Jetzt zieht er wieder den unteren dann hoch, das würde auch nicht gehen. Das Ganze runter.
Okay. Das sieht schon mal nice aus. Kommt noch nicht mal da drauf. Nein, nein, nein. Also, wie macht man das? Ich muss auf jeden Fall Hydraulik hier reinsetzen, dass er da hochkommt. Auf jeden. Knallen wir erstmal hier die Stahlträger weg. Wir setzen das Ganze hier ein bisschen runter und bestimmt noch mal einen Zacken runter. Genau. Ich denke mal gleich noch mal einen Zacken runter. Genau. So sieht das auch schon mal schön aus. Dann nehme ich jetzt Holz. Knallen wir hier überall Holz rein. So in etwa. Mache hier über die schönen Dreiecke rein, dass auch schön stabil ist. Dann mache ich hier eine Hydraulik rein und drücke die Daumen, dass das nicht einkracht. Dann nehmen wir noch mal hier einen Stahlträger, alles zu befestigen. Und hier vielleicht auch noch mal vier Stahlträger. Ach, dann bauen wir hier auch noch mal vier Stahlträger rein. Jetzt wollen wir den hier auch noch mal alles ein bisschen tiefer. Meine Nase juckt. Ja, so sieht gut aus. So machen wir es. Nehmen wir hier auch nochmal Holz. Knallen hier überall Holz rein. Schauen uns erstmal an, dass es über Budget ist. Jetzt machen wir hier nochmal über das Holz die Straße rein. Jetzt machen wir hier nochmal über das Holz rein. Mal so auch Spaß, nur hier die Hydraulik rein. Okay, und drücke auch noch Start. Sehen wir da fett rüber. So, Brücke ist um, jetzt können sie fahren. Aber die kommen nicht an. Warum das denn? Ach je. Upsa. Hey. Hey. So. Jetzt haben wir mal alles festgemacht.
dass er unten auch nicht runterfällt. Sieht also schon mal ganz gut aus. Nur, dass ich keine Hydraulik mehr habe und dass ich halt keine Hydraulik mehr habe. Also, ich muss den unten so fahren lassen, dass er ankommt. Muss auch so sein. Jetzt müsste er gleich die Brücke runterziehen, aber ich denke, es kracht alles ein. Yep, weil der Druck nach unten zu groß wird. Kombiniere, kombiniere. So, was kann man jetzt noch machen? Unten fährt er durch, oben fährt er durch. A2 muss hoch, A1 muss runter. Also müssen auf jeden Fall zusammengehen beide. Aber ich kriege die Hydraulik nicht so weit zusammen, dass die unten dann zusammen sind. Hier ist die Mitte auf jeden Fall. Wenn ich hier in der Mitte was Festes reinmache, so mal auf einen Stahlträger, dann ist er ja fest. Wenn ich hier oben dann eine Hydraulik reinsetze, die auseinander geht, hier unten eine Hydraulik, die zusammengeht, dann geht die hier hoch, die geht runter. Aber wie mache ich das jetzt, dass die Stahlträger auch da bleiben, wo sie sind? Weil die fallen auch mit runter. Würde ich jetzt mal so sagen. Ich denke mal, ihr wisst, was ich meine, weil ihr seid ja nicht doof. Aber wie schaffe ich das? Dann kommt da ein Split rein, da ein Split rein, da ein Split rein und da ein Split rein. Sobald die Hydraulik losgeht, fällt die Brücke runter, weil es zu schwer wird. Viel zu schwer.
Wäre eigentlich am sinnvollsten, wenn ich hier sowas hätte. Aber das geht auch gleich in die Hose. Zu 99,999% geht's in die Hose. Und zu 100% hatte ich recht. Kein Geld mehr. Das jetzt auch noch. Ach Menno. Wenn ich einfach die Größe hier rausnehme. Aus wie eine Achterbahn. Achterbahn? Nein, keine Achterbahn. Also ihr habt schon gesehen, der ist wirklich runtergegangen und der ist hochgegangen. Also das war ja schon mal sehr gut. Geld. Verkaufen halt hier noch ein paar Verstrebungen. So, jetzt aber. Das so eigentlich auch, wenn ich hier okay, ja, geht's nicht. Dann denke ich mal, dass es auch so passt. So.
wenigstens bleibt das stehen. Witzig. Das wäre sowieso nicht gegangen, was sie da gerade gebaut haben. Ach je. Das hätte so umgemusst. Ich glaube, wenn ich bei denen hier was machen möchte, und das dauert noch länger, wie bei der anderen Brücke gerade. Ich schau mal, was die nächste Runde ist. Die haben wir nicht geschafft. Die. Okay. Fahren beide gleichzeitig los. Erste Schiffe. Ja, ich denke mal, das ist nicht ganz so schwer. Dann würde ich jetzt hier irgendwie eine Hydraulik reinsetzen, reinknallen. Warte, nee, so nicht. Nehmen wir einen Stahlträger. Straßen. Da natürlich mit Holz befestigen alles. Gut, dann. Hier so zwei hinsetzen. Ach. Gerade eingefallen, die Hydraulik war ja falsch rum. Straße könnte man noch hier so eine reinsetzen. So. Natürlich hier dann auch eine. Sehr klar. Nee, nicht dahin. Muss schon da sein, Mist. Thank you.
So, aber jetzt. Kommchen, kommchen. Zack, geschafft. Sag ich doch, die scheint nicht schwer zu sein. Schauen wir uns die nächste an. Und ich würde sagen, die machen wir nächste Woche. Morgen. Nächste Woche. Morgen. A nach A, B nach B. Fahren beide gleichzeitig los. Wer fährt los? Okay. Also erst A, dann Schiff und dann B. Kann man auch schnell schauen. Ob beide Schiffe fahren? Ach, bestimmt. Warum schaue ich da eigentlich nach? Ich weiß das nicht. Das ist jetzt nur provisorisch. Schauen, ob beide Schiffis gleichzeitig fahren. Wo ich mal sehr stark von ausgehe. Okay. Knall rüber, zack. Und beide Schiffis. Okay. Gut. Ich hoffe, euch hat die Runde gefallen. Ich würde mich freuen, wenn ihr beim nächsten Mal wieder dabei seid. Bis dahin wünsche ich euch viel Spaß und auf Wiedersehen. Tschüss.